Poggiardo Ortschaft befindet sich im Herzen der Lecce-Provinz und erstreckt sich ins Hinterland der Halbinsel Salentos. Ihr Gebiet gehört zum Gemeindeverband Ostländer, zusammen mit Otranto, Muro Leccese, Uggiano und Giordignano. Die reiche flache Landschaft umschließt das gesamte Gebiet und wird von den Hängen der Erhebung von Poggiardo verschönert, die mit ihren geringfügigen Erhebungen ihr gesamtes Naturerbe kennzeichnet. Bewaldete Flächen fächern sich Richtung Minervino Gemeinde und charakterisieren sich durch breite Grünfläche, wo man die typischen Exemplare, Tieren und Pflanzen der Macchia Mediterranea bewundern kann. Dank der Fruchtbarkeit des Gebiets hat sich jahrhundertelang die Agrarindustrie entwickelt, die noch heute in Poggiardo eine wichtige Rolle für die Getreideproduktion und für den Olivenanbau hat. Auf diesem Gelände wurden seit jeher fortschreitende menschlich bedingten Veränderungen der Landschaft gemacht, besonders während der Zeit der Messapia, als die Umgebung von der mächtigen Stadt von Vasse beherrscht war. Heute gehört die Ortschaft zur Gemeinde von Poggiardo. Poggiardo Ortschaft bewahrt ein historisch-künstlerisches Erbe von großem Interesse auf. Es handelt sich um eine jahrtausendealte Geschichte, die mit der Zeit der messapischen und später byzantinischen Ansiedlungen anfängt und sehr viel von der früheren Neuzeit geprägt ist, als die Adelsfamilien prunkvolle Gebäude und Paläste bauen ließen. Ab 1572 wurden die Präleten von Castro hier wegen der türkischen Übergriffe geschützt. Die Türken drohten den Bischofssitz, der 1818 zerstört wurde. Poggiardo bietet nicht nur die historisch-künstlerische Schönheiten der Stadt an, aber auch Professionalität und Gastfreundschaft. Das Hauptziel ihrer Gemeinschaft ist ein Kulturtourismus, der in der Lage ist, nicht nur die Glaubwürdigkeit der Orte und auch eine kompetente Gastfreundschaft anzubieten.